Herr Professor Welzer, herzlich willkommen bei uns online in der Schweiz. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit finden, mit uns ein paar Gedanken zu teilen. Sie haben mir gesagt, als ich Sie gefragt habe, wie darf ich Sie vorstellen? Ja, machen Sie das ganz einfach, sagen Sie. Ich bin Sozialpsychologe, Autor und Direktor von Future 2, der Stiftung für Zukunftsfähigkeit. Ich schätze Ihre Bescheidenheit, beinahe schweizerische Bescheidenheit, Herr Professor. Ich möchte aber dennoch für unsere Zuhörer vielleicht etwas ausholen. Und Sie sind ja nicht nur in Anführungsschlusszeichen Direktor bei Future 2, sondern Sie sind auch akademisch sehr stark engagiert, so beispielsweise leiten Sie auch das Norbert Elias Center for Transformation Design an der Europa-Universität in Flensburg. Sie lehren dort Transformationsdesign und Sie sind ja auch mit dem einen Bein hier in der Schweiz als Gastprofessor, nämlich an der Universität St. Gallen, wo Sie Sozialpsychologie unterrichten. Das ist natürlich ein breites Spektrum, eine breite Perspektive. Das erfahren wir auch dort, wo wir Ihre Bücher lesen dürfen. Das letzte Ihrer Bücher hatte den Titel, ich darf es hier kurz zeigen, Alles könnte anders sein. Ein spannender Titel und das soll unser Gesprächsleitfaden sein, denn wir wollen heute nicht so sehr darüber uns ärgern, was die Welt von heute unvollkommen macht, sondern ich möchte genau das tun, was Sie in Ihren Büchern ja auch versuchen, nämlich aus einer Perspektive der Zukunft auf unsere Gegenwart sehen und mal schauen, wie man Dinge verändern könnte. Persönlich habe ich mich deshalb sehr angesprochen gefühlt, insbesondere von Ihrem Buch Selbstdenken, eine Anleitung zum Widerstand, indem ich dort nämlich gefunden habe, dass Sie Utopie als einen Blick aus der Zukunft auf die Gegenwart verstehen. Und für mich in meinem Leben war das immer eine spannende Vorstellung. Wenn ich vor Entscheidungen stand, habe ich mir vorgestellt, mit einem meiner besten Freunde bei einem guten Glas Wein unter einer alten Linde zu sitzen und mir mit ihm zu reflektieren, weshalb der Entscheid in der Gegenwart gut war. Und das soll heute so ein bisschen unsere Perspektive sein. Und deshalb vielleicht so ganz kurz als eingehende Frage, Herr Professor Welzer, Utopie, habe ich das richtig erfasst? Ist das die Vorstellung für Sie? Was ist Utopie für Sie? Ist das ein Werkzeug? Ist das eine konkrete Vorstellung von der Zukunft? Was ist Utopie für Sie? Also vielen Dank erstmal für die Vorstellung und für diese Einleitungsfrage. Ich glaube, es ist ein Werkzeug. Wir haben ja in der Gegenwart schon sehr stark das Problem, in gewisser Weise in der Gegenwärtigkeit gefangen zu sein, durch kurzfristige Quartalsziele, durch eine Politik, die sehr stark auf unmittelbare Zustimmung durch Umfragen orientiert und so weiter agiert. Und wir haben natürlich auch durch die Verfassung unserer Gesellschaften als Konsumgesellschaften, das heißt als Gesellschaften sehr schneller Bedürfnisbefriedigung, ein ganz großes Gewicht der Gegenwart. Und wir haben, und das ist für moderne Gesellschaften aus meiner Sicht schlecht, wenig Zukunftsorientierung. Zukunftsorientierung nicht im Sinne von, was ist das nächste Produkt, sondern Zukunftsorientierung, wie wollen wir im Jahr 2050 leben? Oder wie Sie das eben formuliert haben mit Ihrem Bild unter der Linde, wie wollen wir gelebt haben, wie wollen wir gehandelt haben? Und dieser Vorausentwurf, der ist ja nicht so abstrakt, wie die meisten Utopien abstrakt sind. Also diese großen Gesellschaftsutopien haben uns erstens im 20. Jahrhundert ins totale Unglück geführt und zweitens sind sie viel zu umfassend.
Aber für konkrete Fragestellungen ist es als Werkzeug extrem hilfreich zu sagen, wie will ich das gemacht haben? Wie wollen wir das erreicht haben? Wer will ich gewesen sein? Weil das nämlich, und dieses Futur 2 ist ja eine interessante grammatische Form, die es historisch übrigens noch nicht sehr lange gibt. Das haben Menschen noch nicht immer gehabt. Und schon das erste Futur ist von der Geschichte her eine relativ neue Form. Aber das Futur 2 ist eigentlich eine ganz irre Form, weil es ja ein unglaubliches Vermögen spiegelt, was Menschen haben, nämlich sich auf einen zukünftigen Punkt hin entwerfen zu können und von diesem imaginierten Punkt aus zurückgucken zu können, wie sind wir denn dahin gekommen? Also das ist eine hochkomplexe Operation, die man aber so ganz selbstverständlich machen kann. Und ich finde, dieses Werkzeug kann man viel stärker nutzen, als es gebraucht wird. Da kommt bei mir natürlich gleich die Frage auch auf, Herr Welzer. Der Wert des Menschen gegenüber der Technologie oder der Technik, das können Sie sich vorstellen, dass hier die Technik überhaupt eine solche Perspektive einnehmen kann, wie Sie uns jetzt die Utopie definiert haben, oder ist das menschabhängig? Naja, also ich glaube, alle Fantasien, die in Bezug auf künstliche Intelligenz und deren Fähigkeiten gegenwärtig angestellt werden, sind überzogen. Also wir müssen uns ja immer klar machen, dass Rechenoperationen in einer unfassbaren Größenordnung und Geschwindigkeit gemacht werden können, weshalb man auch mit statistischen Operationen wahnsinnig tolle Sachen machen kann. Also was weiß ich, bei der Tumorerkennung hätte man ein ganz konkretes Beispiel. Ja, wenn ich in der Lage bin, ein Bild zu vergleichen mit 100 Millionen anderen innerhalb von wenigen Sekunden, das ist natürlich fantastisch. Das ist aber nicht Intelligenz. Ja? Ja. Sondern das ist einfach eine wunderbare Fähigkeit von Maschinenlernen und von Datenmengen, die man auf diese Weise verwenden kann. Intelligenz ist was ganz anderes. Intelligenz bei Menschen hat erstens immer eine emotionale Qualität. Ja, es gibt wunderbare Untersuchungen dazu von einem, also der mich sehr beeindruckt hat, Antonio Damasio, der seines Zeichens nicht nur Naturwissenschaftler, sondern auch Philosoph ist. Und der sehr schön gezeigt hat, dass jede unserer rationalen Entscheidungen nur dann stattfinden kann, wenn unser emotionales Verarbeitungssystem funktioniert. Er nennt das Somatic Markers. Also es gibt immer einen Index, der aus dem Körper kommt, der uns sagt, ist diese Entscheidung jetzt richtig oder falsch? Und das macht auch total Sinn, weil, sagen wir, vom evolutionären Punkt her ist es ja so, dass wir überleben müssen. Und überleben tun wir eigentlich nur dann, wenn wir in der Lage sind, ohne große kognitive Schleifen zu sagen, jetzt laufe ich weg oder jetzt bleibe ich stehen oder jetzt schlage ich zu oder ich lasse es sein oder wie auch immer. Und insofern sind Emotionen eigentlich nichts anderes als Erfahrungsreaktion, zum Teil sind sie voreingestellt, aber das meiste ist Erfahrung. Ich habe eine Erfahrung gemacht und die speichere ich auf kurzem Wege gewissermaßen ab. Ja? Dass wenn ich mit einer Situation konfrontiert bin, dann gibt mir dieser Marker einen Hinweis darauf, was die richtige Entscheidungsrichtung ist. Kleiner Exkurs, ich will das ja nicht zu lange machen, aber es ist unheimlich interessant. Er hat es unter anderem an Patienten zeigen können, bei denen das emotionale Verarbeitungssystem gestört ist. So, und wenn das in einer bestimmten Funktion gestört ist, dann können die keine Entscheidung mehr treffen. Also wenn ich Sie dann fragen würde, treffen wir uns morgen nochmal zu einer Zoom-Konferenz, dann würden Sie, falls Sie diese Störung hätten, sagen, naja, morgen, da muss ich meine Frau mit dem Auto da hinbringen. Ich habe aber auch noch den Arzttermin und später diesen Zoom-Konferenztermin. Das geht so. Also Sie wägen unheimlich viele Entscheidungsmöglichkeiten ab, sind aber nicht in der Lage zu sagen, ach, das machen wir mal so. Ja? Ja. Und insofern, lange Rede, kurzer Sinn,
sind wir immer völlig auf dem falschen Dampfer, wenn man sagt, jetzt lassen wir doch mal die Emotionen weg. Oder jetzt lassen Sie uns das mal rein rational, weil diese rein rationale Entscheidung funktioniert nie. Das ist sehr spannend. Das ist schon mal eine erste Erkenntnis, die eigentlich für viele Menschen sollte das ja eigentlich eine Beruhigung sein. Absolut. Auf künstliche Intelligenz, oder? Sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, vielleicht noch ein Aspekt dazu, der mit dem Überleben zu tun hat. Was wir denken, was unser Gehirn macht, hat ja immer einen körperlichen Bezug. Es dient immer dazu, dass wir unseren Organismus am Leben halten. Und bei einer künstlichen Intelligenz gibt es erstens kein Überlebensbedürfnis und zweitens keinen Körper. Und insofern ist auch diese Form von Intelligenz eine vollständig andere, als es lebendige Organismen haben. Ja, super. Ich glaube, da haben wir schon einen ersten Punkt. Das ist ein Anliegen bei GS1, sage ich Ihnen ganz offen. Das ist bei unserer strategischen Ausrichtung steht der Mensch im Zentrum und Technik ist ein Enabling Instrument, wenn man das schön neudeutsch sagen will. Darf ich daran anschließend jetzt vielleicht mal die Frage stellen, für die Zukunft, sehen Sie da auch, wir stellen ja fest heute, dass man sich relativ starke Sorgen um Zukunft macht. Also Zukunft ist eigentlich grau bis schwarz. Wie, wenn ich jetzt Ihre Ansicht der Utopie da hinlege, dann kann ja die Zukunft, die müsste ja eigentlich rosig sein, oder? Ach, ich weiß gar nicht, ob sie rosig ist, aber ich glaube, wir haben trotz aller objektiven Probleme keinen Grund dafür, pessimistisch zu sein. Und meine Begründung dafür ist, dass wir ja heute, wenn man das Glück hat, in der Schweiz zu leben oder in der Bundesrepublik, auf dem höchsten zivilisatorischen Standard leben darf, den es in der Menschheitsgeschichte jemals gegeben hat. Das ist nicht trivial, sondern das ist einfach unglaublich. Also wir beide zum Beispiel leben auf einem viel höheren Niveau als Ludwig der 14. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Ja? Was unsere gesundheitliche Verfassung angeht, was unsere Lebenserwartung angeht, was unsere Möglichkeiten an Bequemlichkeit an allem Möglichen, an Reisemöglichkeit, an Entscheidung. So, und wie wir heute leben dürfen, wäre schon vor 100 Jahren, wenn man Menschen gefragt hätte, wie leben die Leute in der Schweiz im Jahr 2021 oder in Deutschland, wären die nie drauf gekommen, wie hoch das Niveau ist. Das hätten die für unvorstellbar gehalten. Und das finde ich, das muss man sich ins Bewusstsein rufen. Wir leben heute in einer Utopie. Ja? Und zwar wirklich gemessen an den Armutsverhältnissen, an den Krankheiten. Wir brauchen ja auch nur an die Pandemie zu denken, um zu sehen, es ist ja Wahnsinn. Trotz aller Dinge, die vielleicht nicht optimal gelaufen sind, ist aber ein totaler Irrsinn, dass innerhalb von Monaten ein wirksamer Impfstoff entwickelt wird und man in der Lage ist, große Zahlen von Menschen in doch relativ, natürlich geht immer alles nicht schnell genug und so weiter und so weiter, aber bei diesem Gemäkel vergisst man, wie unglaublich groß das Niveau ist, wie hoch das Niveau ist. Und das bedeutet aber für uns auch, weil wir ja in freien Gesellschaften leben, dass wir alle Handlungsspielräume haben. Also jeder Einzelne hat Möglichkeiten, Dinge zu tun. Auch das ist vor 100, geschweige denn 200 Jahren vollkommen anders gewesen. Das heißt, wir haben Möglichkeiten, Welt zu gestalten. Und auch wenn das Problem Klimawandel oder auch die Geschichte mit dem Artensterben und vieles andere wirklich gravierende Probleme sind, das sind wirklich Überlebensprobleme, sollte das nicht anders sein, zu sagen, das Verhängnis ist nah, sondern weil wir diese Handlungsspielräume haben, sind wir auch in der Lage, mit solchen Problemen umzugehen. Ja? Das heißt nicht automatisch, wie jetzt jemand aus dem Silicon Valley sagen würde, das lösen wir. Nein, wir lösen ja menschliche Probleme sowieso nicht, sondern wir finden Annäherungen
an bessere Möglichkeiten des Lebens und Zusammenlebens. Das ist eigentlich das, was Menschen machen. Übrigens, was eine künstliche Intelligenz auch nie machen könnte, weil sie kein Interesse daran hat. Ja. Aber insofern finde ich Pessimismus so etwas wie einen ungerechtfertigten Luxus. Das ist eigentlich ignorant gegenüber dem, wie wir leben und wie wir leben können. Das macht doch Mut, Herr Wölz. Ja. Das macht Mut und es macht ja eigentlich auch neugierig oder könnte uns dafür begeistern, dass wir eben jetzt genau diesen Schritt aus der Gegenwart in die Zukunft wagen und uns dort die dann zumalige Perspektive einnehmen, um heute zu beurteilen, wie toll wir es eigentlich haben und was wir damit dann beginnen können. Oder? Und da komme ich ja, da kommen bei mir so ein bisschen Thematik, Sie haben es schon mal angesprochen, Klimawandel. Bei uns ist es eher, für unsere Mitglieder ist das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel etwas Aktuelles, sage ich mal, oder? Wie sieht die Nachhaltigkeit aus? Wenn ich mich jetzt so in 2015 versetze und ich schaue zurück und ich überlege mir, wie komme ich in ein nachhaltiges Zeitalter? Da steht natürlich im Vordergrund die Ablösung fossiler Energie. Wenn ich mich da jetzt so ein bisschen drauf fokussiere, dann sehe ich, dass es viele Interessengruppen gibt, die sehr siloartig eigentlich ihr Mantra predigen. Breite Perspektive fehlt. Sprich, muss man da davon sprechen, dass die Menschen generell kaum in der Lage sind, eine solche Perspektive einzunehmen, wie Sie. Das glaube ich nicht. Also ich fand es jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich noch mal was zu der Pandemie sagen, aber auch da kann man ja positive Lernerfahrungen daraus machen. Ich fand zum Beispiel für mich, weil in der ersten Welle, also vor mehr als einem Jahr, ist sehr interessant, dass ich täglich Anrufe von Journalisten bekommen habe. Und die fragten dann immer, wie geht's denn nach der Pandemie weiter? Und dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht. Und dann waren die ganz enttäuscht. Und ich habe gesagt, das weiß aber niemand. Das, was wir gerade lernen, ist, dass wir auch in einer modernen Gesellschaft in Lagen kommen können, die offen sind. Das wissen wir nicht, wie die Sache ausgeht. Warum erzähle ich das? Weil es für mich unheimlich interessant war, als Indikator, wie sehr wir in die Zukunft schauen und wie sehr wir angewiesen sind auf Erwartungssicherheit. Das merkt man im Alltag so nicht, weil das so eingepreist ist in alles das, was wir tun. In jedem Versicherungsabschluss, jede Überlegung, auf welche Schule soll das Kind gehen, alles das, ja. Wir sind extrem zukunftsorientiert. Wir machen pausenlos Pläne, ohne das zu merken. Und die große Kränkung durch das Virus war, jetzt kann man gar keine Pläne machen. Deshalb hatte Politik auch große Schwierigkeiten damit. Aber ich finde das interessant, weil es zeigt doch, dass wir ein großes, großes Zukunftsbewusstsein tatsächlich haben, was handlungsleitend ist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der uns immer auf Zukünftigkeit verpflichtet, ist Generativität. Wir sind ja nur immer gewissermaßen Zwischenlösungen. Also Sie sind eine Zwischenlösung, ich bin eine Zwischenlösung, weil vor uns gab es Menschen und nach uns gibt es welche und das natürlich auch sehr konkret in der eigenen Lebensgeschichte, aber generell. Das heißt, wir haben ja immer schon durch unsere schiere Existenzform, durch die Lebensform als Menschen, haben wir Zukunft eingebaut, weil immer neue dazukommen. So, und dann hätte man genau dieses Moment, den Schub, den wir in der Klimapolitik bekommen haben, den haben wir ja nicht bekommen wegen Argumenten, die ich oder Sie hätten, sondern den haben wir deswegen bekommen, weil sehr, sehr junge Menschen ihr Recht reklamiert haben, eine lebbare Zukunft haben zu wollen. Und da hat man genau dieses Moment, und da steckt eben, das ist ja keine Bewegung, die uns bedroht oder sowas, sondern das ist eigentlich ein Innovationsimpuls, würde man neudeutsch sagen, ich mag den Begriff der Innovation gar nicht, aber es ist sozusagen ein Fortschrittsimpuls, der uns von Menschen gegeben wird, die in ihrer Lebensgeschichte an einer ganz anderen Stelle stehen als wir.
nämlich an einer Stelle, wo das ganze Leben, übrigens identisch mit diesem Jahrhundert, vor ihnen liegt. Und sie sagen, das wollen wir aber selber gestalten. Ja, das Klima ist ja nur gewissermaßen ein Hindernispunkt. Im Grunde genommen geht es ja um die Gestaltungsmöglichkeit, um das Realisieren einer eigenen Freiheit. Und das würde ich immer so interpretieren, dass uns das hilft. Also wir als alte Säcke, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, entschuldige, ich sage es jetzt in Bezug auf mich, würden ja diesen Impuls so eher nach hinten schieben und sagen, naja, als andere Dinge zu tun, gibt was Wichtigeres. Nein, aber dadurch, dass dieser Impuls kommt, müssen wir uns damit auseinandersetzen. Das hilft uns aber bei einer besseren Gestaltung der, ja, was weiß ich, aller Verhältnisse, in denen wir existieren. Das ist sehr spannend, weil da ist mir natürlich jetzt sofort in den Sinn gekommen, wir haben einerseits jetzt diese Entwicklung im Klima, die Diskussion Klimawandel. Das gibt enormen Schub für grüne Parteien, für Philosophien oder Ideologien, wie man das betrachten will, die sehr radikal jetzt Change verlangen, Veränderung. Und das sind eigentlich zwei Dinge, die ich Sie gerne fragen möchte. Zum einen Wachstum. Wachstum ist ja die Philosophie der Industrie, unserer eigentlich auch der gesamten Gesellschaften, weil über Wachstum kann ich Wohlstand generieren, ist so die ursprüngliche Annahme. Ich habe zwar noch nirgends bei Ökonomen gefunden, dass Wohlstand gleich Wachstum bedeutet, aber das ist offenbar so gewachsen. Und jetzt kommt da eine neue Generation mit Klima, die das Recht für sich in Anspruch nimmt. Dann kommt mit Wachstum natürlich Konsumverhalten und dann Veränderung. Und jetzt haben wir ja in der Pandemie, für mich war das eine tolle Zeit, weil da wären plötzlich Veränderungen möglich, die vorher eigentlich keiner auf dem Radar gehabt hat. Und da wäre für mich so ein bisschen, sind so Entwicklungen, wie beispielsweise das Ende des Wachstums ist ja eigentlich eine logische Konsequenz. Wie können wir den Menschen bewusster machen, dass das mal kommt? Und dass man sich jetzt schon aufstellen muss, um diese Zeit dann zu in dieser Zeit bereit zu sein. Genauso wie ich Menschen heute aus der Lehre der Pandemie für schnelle Veränderungen dazu bewegen kann, diese Geschwindigkeit zu behalten. Sehen Sie meinen? Ja, es ist natürlich eine extrem schwierige Frage. Weil wir sind natürlich, wir existieren in jeder Hinsicht in einer Kultur, für die Wachstum ein zentraler Glaubensinhalt ist. Okay. Ich sage das bewusst, das ist ja auch nichts Rationales, das ist ein Glaubensinhalt, ja, um das sich alles zentriert. Es muss ja nicht nur das BIP wachsen und die Produktmengen und so weiter, sondern jeder und jede Schülerin muss ja in den eigenen Fähigkeiten wachsen. Wir müssen ständig irgendwelche Credit Points an den Universitäten akkumulieren. Die Wissenschaftler müssen Veröffentlichungen kumulieren. Also alles wächst. Ja? Und was bei Glaubensüberzeugungen ist halt das große Problem, dass man vergessen hat, dass die auch historisch entstanden sind und dass die Kategorie des Wachstums, um die sich bei uns alles dreht, ja auch wirtschaftshistorisch eine ziemlich neue Geschichte ist. Auch da können wir jetzt keine langen Vorlesungen halten, aber sozusagen, sie kommt, diese Wachstumskategorie, eigentlich zentral im Kalten Krieg zu Prominenz. Und zwar deswegen, weil die zwei konkurrierenden Systeme, das kapitalistische und das sowjetkommunistische, sozusagen ja immer gucken müssen, wer ist jetzt besser. Und da brauche ich scheinbar objektive Maße dafür. Und da bietet sich natürlich Wachstum an. Ja, und über mehrere Generationen von ausgebildeten Ökonomen hat sich das sozusagen sowas von verinnerlicht, ja, dass man gewissermaßen das Wachstum gar nicht wegdenken kann. Und wenn Sie klassische Ökonomie sich anschauen, da taucht bei Adam Smith und anderen taucht der Begriff des Wachstums gar nicht auf. Der ist wirklich 20. Jahrhundert und zentral in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. So.
Und das ist ein bisschen tragisch insofern, weil ja auch in der Politik dieses Glauben, das Glaubenssystem total dominant ist und sie alle einen Horror davor haben. Und das hätten wir ja jetzt als Situation auch, wenn wir eine Situation der Rezession haben. Und das hat wiederum was damit zu tun, dass man in der Nachkriegsgeschichte des Westens natürlich diesen Aufstieg in dem, was wir vorher schon besprochen haben, zu unserem zivilisatorischen Niveau, zu unserem Wohlstand, natürlich unglaublich schnell durch gesteigertes Wachstum hat herstellen können und gleichzeitig noch etwas anderes geschaffen hat, nämlich sozialen Frieden. Ja, weil über diese Möglichkeit zu verteilen, hatte man ja auch dann die Möglichkeit, gewissermaßen Gesellschaft ruhig zu stellen und Leute nicht sich polarisieren zu lassen. Das sind so die Dinge. Jetzt haben wir im 21. Jahrhundert eine neue Situation. Und zwar, dass uns die alle ökologischen Themen gewissermaßen auf die Füße fallen. Weil das Wachstum, was diese wunderbaren positiven Effekte gehabt hat, konnte ja nur stattfinden, weil wir nie in Rechnung gestellt haben, was die Quelle dieses Wachstums ist. Ja? Interessanter Punkt, wirklich ein interessanter Punkt, weil wir würden immer und heute würden auch noch sehr viele Politiker sagen, na, das ist doch klar, das ist Arbeit und Innovation, aber es ist Natur. Mhm. Ja? Und zwar als wesentlicher Faktor. Er kommt übrigens bei Karl Marx schon vor, als einer der wenigen ökonomischen Denker, der das als zentrale Quelle des menschlichen Reichtums benannt hat, neben der Arbeit und dem Kapital. Und jetzt haben wir eine ganz andere Aufgabe als im 20. Jahrhundert, wenn wir verstehen, dass diese Benefits immer entstanden sind, weil wir ignoriert haben, dass wir in Naturverhältnissen leben, die begrenzt sind und übrigens selber auch Naturwesen sind, dann ist unsere große Aufgabe jetzt in diesem Jahrhundert, diesen Sachverhalt in Rechnung zu stellen, in unserem wirtschaftlichen Handeln, in der Organisation von Gesellschaft, weil wir sonst gewissermaßen durch dieses Jahrhundert nicht durchkommen. Ja? Und das ist interessant. Ich würde auch immer sagen, wir haben im 20. Jahrhundert als Dominantes die soziale Frage gehabt. Die ist recht gut gelöst. Also im globalen Maßstab nicht, aber für unsere Gesellschaften ist es okay, kann man auch noch vieles besser machen, aber die soziale Frage ist nicht die dominante Frage. Im 21. Jahrhundert haben wir die ökologische Frage oder ich würde auch sagen die ökosoziale Frage als dominante Problemstellung. Und solange wir am Wachstum uns festklammern und die Standardökonomie bleibt, solange lösen wir diese große Problemkonstellation nicht auf. Ja. Im Ergebnis kann man also sagen, wir haben uns auf ganz neue Dinge einzustellen, wenn wir jetzt wieder dieses Werkzeug der Utopie uns vorstellen. Dann muss ich also damit rechnen, es ist kein Wunschdenken, sondern es ist die wahrscheinlichste Alternative, dass ich mir vorstellen muss, Wachstum wird reduziert. Wenn Sie von Ressourcen sprechen, natürlichen Ressourcen, das gibt ja die Verbindung hin zu unserer Lebensgrundlage, also eigentlich zu unserer Wurzel. Das würde bedeuten, wenn ich das richtig interpretiere, weniger Wohlstand. Dürfte vermutlich so, also wenn ich, eben, kommt darauf an, wie ich Wohlstand definiere, aber grundsätzlich mal weniger Konsumwohlstand, mehr Lebensqualität und da kommen wir natürlich in den Sinn, schon vor 10, 15 Jahren haben wir in den verschiedensten Unternehmungen haben wir gesagt, ja Wachstum kann es nicht sein, jetzt müssen wir zu qualitativem Wachstum kommen. Und wenn ich qualitatives Wachstum meine, dann komme ich natürlich, und ich möchte jetzt hier vielleicht so in Anbetracht der Zeit so ein bisschen auf GS1 nochmals fokussieren, wo wir uns ja sehr stark mit logistischen Ver- und Entsorgungsketten fokussieren, dann heißt das ja eigentlich, Wohlstand wäre dort, wo ich mit möglichst geringem Aufwand eine
gute Versorgung der Bevölkerung bewerkstelligen kann. Und das wiederum, das kann ich nur gemeinsam tun. Also es ist eigentlich schon interessant, in dieser Logistik, in dieser Supply Chain, da arbeiten wir in einer Gemeinsamkeit, wie wir das für künftige Gesellschaften eigentlich fordern müssten. Sehe ich das richtig? Ja, da würde ich absolut zustimmen. Und was ich besonders spannend finde bei dem, wie Sie es jetzt beschrieben haben, ist ja, dass darin schon eine Öffnung für andere Lösungsstrategien liegt. Ja. Also wir haben in unserer Kultur immer die Tendenz, in derselben Richtung zu optimieren. Ja? Für mich ist so das Beispiel die Optimierung des Autos, also vom fossilen Auto zum elektrischen Auto und dann zum autonomen Auto. Und ich habe neulich mal hübsch, da hat eine Kollegin, die Maya Göpel, in einer Fernsehdiskussion gesagt, und zwar in einer ähnlichen Figur, wie wir das jetzt hier gerade versuchen, wenn sie sich vorstellt, dass Menschen aus einer anderen Zeit oder Wesen von einem anderen Planeten auf uns gucken und sich überlegen würden, was wäre eine optimale Lösung dafür, dass man Mobilität herstellt, dann würden die nicht darauf kommen, dass man 2.500 Kilo schwere Fahrzeuge, die 95% der Zeit am Tag herumstehen und Platz brauchen und unglaublich ressourcenintensiv sind, dass man Mobilität damit lösen würde. Ja? Und da hat sie ja recht. Ja? Wir machen ja das ja nur, weil es das gibt. Und weil unsere Infrastrukturen daraufhin gebaut worden sind und so weiter und so weiter. Und insofern ist ja immer die eigentlich, aber das ist die spannende Operation, aber die schwierige, deshalb heißt das Buch ja auch, alles könnte anders sein, dass man gewissermaßen einen Schritt zurücktritt und sagt, Moment mal, was ist denn das Problem, was wir lösen wollen? Ja? Und nicht, was ist der Zustand, den wir optimieren wollen? Und wenn wir über Mobilität und Logistik sprechen, dann sprechen wir immer über Raumüberwindung. Und wenn ich sage, wir haben ein Problem der Raumüberwindung, habe ich eine andere Perspektive, als zu sagen, wie mache ich Lastwagen CO2 reduziert oder so. Das ist eine völlig andere Fragestellung. Und dann kommt man möglicherweise auf andere Ideen, wie man das realisieren kann. Und Sie haben ja völlig recht. Es geht am Ende immer darum, die Lebensqualität zu verbessern. An dem Ziel können wir ja gerne festhalten. Ja? Ja. Die Frage ist halt nur, wie mache ich das? Und jetzt nochmal ein konkretes Beispiel, so wie wir in der Transformationsforschung denken, also bei dem, was wir in Flensburg machen, wäre zum Beispiel so ein Fall, wir haben ja viele Probleme bei der Versorgung im ländlichen Raum. Ja, also es gibt keine Geschäfte in den Orten, in der Schweiz ist es besser, aber wenn man nach Ostdeutschland guckt oder so, das sind halt verödete Landschaften. Deshalb brauchen die Leute unbedingt ein Auto, um irgendwo in die Shopping-Malls zu fahren, an den Stadträndern und sonst was einzukaufen. So, deshalb ist immer eine Blockierung zu sagen, Moment, wir müssen vom Auto wegdenken. Die sagen immer, nein, 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 wir brauchen, das geht überhaupt nicht anders. Wenn ich aber jetzt darüber nachdenken würde, und das passiert zum Beispiel in Vorarlberg in manchen Gemeinden, vielleicht in der Schweiz auch, dass man sagt, natürlich ist es wirtschaftlich schwer darzustellen, hier einen Lebensmittelladen zu haben, aber dann stellen wir doch von der Gemeinde aus die Räume für einen Händler kostenlos oder zu geringer Miete zur Verfügung, damit der das rechnen kann. Und dann habe ich einen Laden am Ort und die Leute gehen dort einkaufen und ich reduziere Mobilität, erhöhe aber die Lebensqualität, weil es plötzlich einen sozialen Ort gibt, wo die Leute miteinander reden, wo man mehr Bescheid weiß über die anderen etc. etc. Nur als ein Beispiel, wie man eigentlich Modernisierung denken kann. Das zeigt ja, ich komme wieder zurück auf unser Bild unter der Linde, oder? Wir sind unter der Linde und philosophieren darüber, wie die Welt aussehen könnte, wenn wir uns an gewisse Vorstellungen, wenn wir uns von gewissen Vorstellungen nicht trennen wollen. Und die Vorstellung, die zentral ist, ist eigentlich, wir wollen Wohlstand für alle.
Und Wohlstand kann man nicht nur über Wachstum und Konsum generieren, sondern da geht, wir sind soziale Wesen und wir wollen auch den menschlichen Austausch. Davon kommen wir das Beispiel in Sinn. 1954 hat da irgendwie so ein intelligenter Kopf, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, gesagt, im Jahr 2000 müssen wir keine Hausarbeiten mehr machen, weil sämtliches durch Computer, kleine Computer, Roboter erledigt wird. Und das ganz Tolle daran war, er hat nämlich da noch gesagt, die würden sich selbst vermehren. So, also ich warte immer noch zwar auf diese Roboter, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das für mich eine Lösung mit Wohlstand wäre. Sind wir uns, glaube ich, einig? Da sind wir uns einig. Wir warten ja auch immer noch auf das Flugtaxi und ich hoffe, wir werden noch lange vergebens darauf warten. Also, weil es gibt halt so ganz viele, das ist auch hilfreich, wenn man sich vergangene Utopien anguckt. Ja? Und eigentlich würde man am Ende feststellen, es haben sich nur diejenigen realisiert, die unser Zusammenleben tatsächlich verbessert haben. Also das Flugtaxi ist deswegen nicht gekommen, weil es uns einfach mehr stören würde. Ja, also es verschlechtert ja die Lebensqualität, wenn auch noch die Luft sozusagen dauernd mit Geräusch und so weiter belegt ist und dauernd was rumfliegt. Deshalb es ist eine falsche Idee. Genauso wie das mit diesen Robotern, die Sie beschrieben haben, das sind falsche Ideen. Die sind nur hochgerechnete Gegenwart. Ja. Aber die guten Ideen sind sozusagen, die springen immer aus der Gegenwart raus. Und versuchen das mit einem anderen Blick zu betrachten. Dann kommt man auf andere Ideen. Dazu ist eigentlich sehr interessant, Sie haben ja in Ihrem Buch alles verändern oder alles könnte besser sein. Nee, alles könnte anders. Anders. Sehen Sie, schon wieder so ein... Es ist mein Traum, immer besser zu werden. Ja, okay, gut, aber es könnte auch einfach anders sein. Also die Wertneutralität ist ja auch so ein Ding, die uns sehr stark helfen würde, die Perspektive zu erweitern. Aber interessant ist darin, Sie sprechen von insgesamt 17 Lego-Bausteinen, auf die Sie diese Überlegungen aufbauen würden. Und was mir natürlich aufgefallen ist, darunter sind Lego-Bausteine wie Beziehungen, wie Kommunikation und da ist die Liebe ist auch ein Lego-Baustein. Für mich absolut nachvollziehbar, Herr Welzer, weil ich denke, wenn wir aus unterschiedlichsten Welten kommen würden, wenn ich jetzt als IT vor Ihnen stehen würde, hätten wir vermutlich diesen Dialog etwas anders geführt, weil wir uns nicht so gut verstehen. Oder? Es gibt ja unter der Sprache auch noch andere Bezugsebenen. Haben Sie nicht das Gefühl, in einer Wirtschaft, die doch sehr gewinnorientiert ist, die leisten muss, oder? Sie haben selbst gesagt, man erwartet eigentlich von einer Pharmaindustrie nicht nur in der kürzesten Zeit einen Impfstoff zu entwickeln, sondern der muss dann auch gleich noch bei mir wirken und vorhanden sein in 0,x. Also diese Erwartungshaltungen und die Möglichkeiten, die kommen zwar näher, aber sind immer noch weiter auseinander. Ist es da, auf solche Dinge hinzuweisen, nicht etwas dann wieder utopisch im Sinne von unrealistisch, dass das die zentralen Elemente sein könnten der Veränderung? Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das, was wir Zivilisation nennen, im Kern darin besteht, dass die Verhältnisse zwischen den Menschen besser geworden sind. Das mag sich jetzt so ein bisschen pastoral anhören, aber ich glaube, das ist ganz handfeste historische Soziologie. Wenn wir uns anschauen, wie das Gewaltniveau über die Jahrhunderte immer geringer geworden ist, wie Lebenssicherheit angewachsen ist, den Punkt hatten wir ja schon zu Anfang, wie friedfertig die Verhältnisse zwischen Kindern und Eltern wie zwischen Partnern geworden sind im Vergleich zu ein, zwei, drei Generationen vor uns und so weiter, dann sieht man, dass Fortschritt im Kern darin besteht, dass das Zusammenleben besser reguliert wird oder pathetischer gesagt, dass das Zusammensein von Menschen friedfertiger, näher
wird, trotz anwachsender Zahlen, trotz anwachsender Probleme. So, und die Bedingungen dafür sind immer Produkte von sozialer Intelligenz, nämlich wie finden wir Lösungen für die Organisation unseres Zusammenlebens. Und da haben wir zum Beispiel als Produkt von sozialer Intelligenz haben wir solche Dinge wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Monopolisierung von Gewalt. Das sind so Faktoren, die machen Zivilisation. Und dann haben wir unterhalb dessen eine unglaubliche Menge an technologischem Fortschritt. Und der kann wahnsinnig gut genutzt werden, siehe Medizin, siehe auch Tumorerkennung, das Beispiel hatten wir schon, im Rahmen dessen, was wir zivilisatorisch als Rahmenbedingung herstellen. Dann wird ein Schuh draus. Ja? Dann können wir Technologie verwenden, so dass sie zu dem zivilisatorischen Fortschritt beiträgt. Aber nicht umgekehrt. Also diese, ich sag's nochmal, diese Silicon Valley-Fantasien, die immer von der Technologie her denken, die lösen die Probleme des menschlichen Zusammenseins nicht. Ja, weil sie nur in der Lage sind, binäre Probleme anzugehen. Aber die Probleme, die wir miteinander haben, sind keine binären Probleme. Die sind viel komplexer. Und Sie haben es ja gesagt, Menschen leben in Beziehungen. Sie sind im Kern soziale Wesen, auch wenn der Homo economicus die Theorie was anderes sagt, aber die ist eh Quatsch. Wir leben immer, ja, wir sind ja auch von der eigenen Entwicklungsgeschichte immer sozial. Wir leben ja, wachsen ja auch mit anderen und durch andere. Aber deshalb ist die zentrale Wohlstandskategorie, ist die gelingende Beziehung. Ja? Sie haben, wenn Sie sich Gespräche mit Menschen am Ende des Lebens angucken, wie die bilanzieren. Das ist ja, gibt's ja, ist übrigens auch interessant, fast alle Menschen bilanzieren am Lebensende. Ich bin ja dafür, dass man vorher schon bilanziert, also wie Sie mit Ihrer Linde, und sagen, wir machen mal die Bilanzierung vorweg, weil dann haben wir einen Operator zu sagen, das kriegen wir auch hin. Ja? Bilanzierung am Ende fällt nämlich oft negativ in dem Sinne aus, dass Leute sagen, ich habe mich viel zu viel ums Geschäft gekümmert. Ich hätte mich viel mehr um meinen Sohn kümmern müssen. Oder ich habe zu viel gearbeitet, deshalb ist meine Ehe kaputt gegangen. Dabei hätte ich sie so gerne behalten. Das heißt, am Ende kommen immer die Beziehungskategorien zum Tragen und werden dann verbucht als, da hätte ich besser sein können. Ja, während niemand sagt, ich hätte unbedingt noch 3 Maserati Quattroporte zusätzlich haben müssen. Auf dem Sterbebett spielt der keine Rolle. Das sind wahrscheinlich, ja. Ja, das sagen uns ja sehr viele Leute mit Nahtoderfahrungen. Das sagen uns auch viele Menschen, die andere Menschen in den Tod begleiten. Ja. Aber kommt dann das Menschliche, das Urmenschliche zurück und dann ist der, Sie haben es selber gesagt, oder wir sind immer ein Teil. Und die Welt bewegt sich unabhängig von uns. Wir werden verschwinden, neue werden geboren. Und deshalb ist diese Perspektive aus der Zukunft auf die Gegenwart doch so wertvoll. In Anbetracht der Zeit, Herr Professor Welzer, muss ich leider so ein bisschen zum Schluss kommen. Für mich ist eigentlich die zentrale Aussage, der Mensch wird in seiner Komplexität noch lange nie abgelöst werden durch Technologie, durch Technik. Das beruhigt, aber der Sport muss eben auch anspornen, diesen Menschen doch weiter zu optimieren, zu verbessern, wieder zurückzukommen. Eine Thematik, die wir jetzt nicht angesprochen haben, ist die Digitalisierung und der Verlust von einer ganzen oder mehreren Generationen, die sich über diese Digitalisierung leider etwas aus der Gemeinschaft verabschiedet haben. Die zurückzuholen, das wäre vermutlich eine tolle Geschichte, die man aus der Sicht der Linde sich wünschen könnte. Hin zur Gemeinschaft, mehr hin zur Liebe, wie wir das auch gesehen haben in einem ihrer Lego-Bausteine, dann würden wir vermutlich die Veränderungsgeschwindigkeit beibehalten, die wir jetzt gewonnen haben über die Pandemie und die mir eigentlich so viel Mut gemacht hat, dass wir, wenn es darauf ankommt, sind die Menschen doch immer wieder
die entscheidenden Fortschrittsbildungen. In diesem Sinne sage ich Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ja, ist doch schön, wenn man so Gedanken irgendwie mal ein bisschen vorantreiben kann. Und übrigens, das Gespräch ist tatsächlich das entscheidende Medium dafür. Also ich sage das jetzt nochmal, weil ich das so sehr wichtig finde. Ein Gespräch ist ja vom Ausgang her offen. Ja. Das ist das Spannende. Und deshalb wenn es gute Gespräche sind, gehen alle Beteiligten raus mit mehr als mit dem, womit sie reingegangen sind. Das ist auch ein Wachstum, aber das ist ein positives Wachstum. Und das funktioniert tatsächlich nur, weil wir soziale Wesen sind und weil wir aneinander lernen und wir Medien haben, und das jetzt schon ein paar hunderttausend Jahre, nämlich sprechen zu können, was andere Lebewesen nicht können, was uns ermöglicht, sozusagen besser zu werden. Ja? Und aus uns selbst heraus, ohne Ressourcenverbrauch, etwas Zusätzliches zu schaffen. Und das ist das eigentlich Coole. Und das sind im Grunde genommen so ganz simple Dinge, die man sich nur mal vor Augen führen muss und sagen muss, wow, da haben wir eine wahnsinnige Ressource. Ja? Die betrachten wir aber nie als Ressource. Das ist das Spannende dabei. Das sehe ich genauso, Herr Professor Welzer, und ich bin überzeugt. Und wir bei DS1 werden dafür kämpfen. Ich persönlich sicher auch, dass wir in Dialog bleiben. Es war sehr spannend. Es war sehr bereichernd, Herr Professor Welzer. Ganz herzlichen Dank. Ihnen alles Gute für die weiteren Forschungen und die weiteren Perspektiven und Utopien, die Sie uns präsentieren werden. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank.